Rated K von Kaiser Katana, Kaiser Katana Production. Machen. 19, ich werde so gegen 8 spätestens wieder da sein. Meinst du, da hast du noch mal so ein halbes Stündchen für eine Runde Zelda? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da bin ich wieder an Bord. Und ja, ich bin ab der 8. denke ich wieder da. Hin. Weil ich muss jetzt so in 5 bis 10 Minuten meinen Arsch runter bewegen und dann geht's weiter. Oh, komm, werf deine Deku-Nuss und hau ab. Du bist eine von den Weisen, ich weiß es. Ich werde noch mal... Ja, ja. Ich hab gespoilert, Nein, ich bin doch der allererste, der dieses Let's Play macht. Wow, Grafikeffekt, seht ihr die Häuser in Hyrule? Wow! Hammer Grafik. So, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben hier so einen dämlichen Brief, wir haben jetzt eine Ocarina, wir sind glücklich und machen hier einen Schnitt. So, 15 mal speichern, sicherheitshalber. So, der Kaiser verabschiedet sich für heute, also für jetzt, bis später halt wieder. Und der liebe TNT-Gamer sagt auch Tschüss. Bis denn dann. Ciao, Leute. So, jetzt hängt erstmal bei mir kurz ab. Bam, bitte, damn, damn, damn. Kaiser wieder in der Haus bei Zelda Ocarina of Time. Und wieder mein ultimativer Co-Kommentator, Special Guest hier, MC TNT in der Haus. Hey, Leute. Ja, und da geht's auch direkt weiter bei Scheiß Zelda. Wir werden uns jetzt mal, falsche Richtung, genau. Gut, dass TNT das sofort bemerkt hat. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du da nicht mehr? Das hatten wir doch vorhin ausgemacht. Nee, haben wir nicht, Kakariko. Nein, Salias, Abschiedslied holen. Ach ja, stimmt. Und vielleicht noch eine Runde mit dem Horror-Kit Musik spielen. Und noch so ein bisschen ein paar Sachen da hinten drin machen. Haben wir ja alles noch gar nicht. Weil bevor wir zum MC König der Koronen Pornji gehen, werden wir natürlich vorbereitet dorthin gehen, weil mit 4 Herzen und geht gar nichts. Also wenn, dann will ich mit Biggeron Schwert, Feuerrüstung und so und dann... Ah ne, der will ja Salias Lied. Dann hau mal den, wie heißt der, Darunia weg. Ja, der heißt Pornji, nicht Darunia. Ah, okay. So. Nee. Da den Quatsch, den trenne ich nie. Warte, ah doch, ich muss das erste Mal treffen. Er muss, glaube ich, dreimal hintereinander. Oder zweimal. Musst du schnell... Oh! Boah! Das kann man nicht einstellen, das ist die Scheiße nämlich. Oh! Da habe ich auch Probleme. Mit dem Analog geht's ein bisschen. Oh, es ist krank. Oh, so treffe ich ja niemals. Okay. Controller-Plugin, da konnte man den Joystick... Boah! Die Scheiße ging bei mir auch nicht. Das hilft gar nicht. Jetzt hast du gleich... Oder wie viele Deko? Ich kann das gar nicht erkennen. Ich gehe mal einfach mal auf andere Position. Boah, das ist ja... Boah! Wieder 30, yes! Hab ich ein Schwein, hey! Okay. Ein Hoch auf die N64 Controller. Leck mich doch! Das ist doch nicht wahr! Geil! Der Scheiß geht nicht. Was heißt denn hier Dead Zone? Deine Mutter ist eine Dead Zone, ey! Ist doch nicht wahr jetzt! Okay, ich geh ganz ran! Jetzt aber hau rein! Haus weg! Wow, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal scheiß auf die Dekotasche! Ist doch nicht wahr! Wie soll man denn... Ich werf nachher eine Bombe dran... Na, nein! Nicht im Ernst! Lalalala! Willkommen, ich hab dich erwartet! Ich hab mal wieder meine Pillen genommen und dich verfolgt! Alter! So, Vorsicht! Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein! Nein! Beweise dein Gefick und verzieh dich! Ah, chillig, olle Eule, ey! Also, kommt, wenn man Salias Lied hat, kommt ja noch mal, ne? Ey, halt, stimmt. Oh, nee. Ich komm so oft, ich wusste gar nicht mehr, dass die so oft kommt. Hey, listen! Soll ich ein Raketenkommando bestellen? Listen, listen, listen! Oh, wie die mir auf Keks geht, die Navi. Machen das jetzt hier offiziell. Wenn sich jemand mit Cheats auskennt, dann soll er mal einen Navi-Cheat, einen Wegdrück-Cheat für die Abspanne, Spanne, wie auch immer, und oh, ja, einen Eulen-Cheat machen. Eulen-Cheat! Ja, wir haben es geschafft, zur heiligen Lichtung.
Kann schon mal meinen Cheeseburger beißen, den kalten. Oh, lecker. Warm. Wo ist er? Da. Da bin ich fast kaputt gegangen hinterher bei den scheiß Laubkerlen. Oh, war's, der ist easy. Die Laubkerle auch. Ich meine, wenn man halt noch ein Dekoschild hat. Abgang, du Zwerg. So. Oh ja, Fledermaus da. Oh, Dekobomben. Dekobomben. So. Bomben jetzt erstmal Valia weg. Da kommen die. Da machst du einen Speedrun. Da ignorierst du einfach die Gegner. Das ist einfach durch. Oh. Ja, ich war hinterher so doof. Ich hab, bevor da die Treppe kommt, mit den zwei hoch. Ich hatte, glaube ich, ein Herz oder ein halbes Herz. Und dann habe ich einen Safe gemacht, weil ich gedacht habe, ich schaff's sonst nicht mehr. Und ja, das war dumm. Das hätte ich ja sagen können, dass es dumm ist. Ja. Jetzt verreck, du Drecksvieh. Guck, so macht man das dann. Jetzt habe ich wieder voll Energie. Bin ich? Ja? Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen, die zu töten? Das ist eine gute Frage. Ja, ich mach's immer nur deshalb nicht, weil es Zeit kostet. Ja, aber das wäre mal eine Idee gewesen, da hätte ich wenigstens Herzen gehabt. Guck, und so rennt man dann vorbei an den zwei. Und du weißt ja, auf dem Rückweg ist ein Feenbrunnen unten. Ja, den habe ich auch mitgenommen dann. Die heilige Schlichtung. Oh, da erhalten wir jetzt das erste Lied. Ich glaube, mit dem Lied kann man auch mit Navi oder Valia sprechen. Mit Valia. Du kannst dich aus einem Tempel zurückbeamen lassen. Habe ich nie benutzt. Ich auch noch nicht. Ich wollte nie mit der reden. Aber wir bekommen schon unser zweites Lied. Wir haben doch schon die das weinende Lied da. Die Wiegen... Wiegenkasper da. Wiegenkasper. Die Heultrantüte, Dingsbums. Oh, Kaiser, dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du... Halt die mal alles fühlen. Ja, ja. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Jupp. Versuch, die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Jetzt kommt nicht. Ist euch schon mal aufgefallen? Ich hab mir mal... Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Sätze dort mit 50.000 Kommas verteilt werden? Warte mal. So rum. Ja, ich hab mir nämlich eben deine Tastenbelegung reingezogen in dem Video, da wo du das erzählt hast. Geht aber. Das ist ja echt, was hast du da gemacht? Ja, ich wollte ja ein bisschen Spaß dabei haben. Wir haben schon richtig, oder? Das ist schon genial, also. Wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen und nie verkaufen bei eBay. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Das ist jetzt eigentlich schon traurig, wenn ich ihr jetzt sagen muss, dass ich es nie wieder spielen werde. Also, zumindest nicht um ihre Stimme zu hören, sondern eher um das Horror-Kit da zu verklücken und um Darunia das eine Armband zu entlocken. Du hast Salias Lied. Und weg hier, mehr brauchen wir hier nicht. Ey, die brauchen wir nicht mehr, die Tante, ja. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege, warte mal. Ich kann mir die Lieder nie merken. Nö, weiß nicht mal, wie das vom, das Requiem der Geister geht. Requiem, das war mit A, glaube ich. Ja, ja. Hatte ich auch eben, aber sonst... Ich war etwas zu blöd, glaube ich, egal. So, und... Ich kann mir die Lieder alle nicht merken. Ja, doch, ich kann so ziemlich alle noch, aber... Warte, wir wollen das mal testen. Dann haben wir... Oh, warte mal. Warte mal. Ach, scheiß drauf. Wir machen weiter. Du kriegst Bolero das Feuer nicht mal mehr hin. Ich krieg gar nichts, ich weiß echt gar nichts mehr. Das Wiegenlied weiß ich noch. Epona kriege ich vielleicht doch noch zusammen. Nee. Ach Quatsch, das ist ja gar nicht. Das war glaube ich mit A unten oben, A unten oben, kann das sein? Ha, ich hab's noch, guck. Warte, so fängt's an. Und das andere ist? Warte, Hymne des Sturms. Zeldas Wiegenlied. Salia kann ich nicht spielen, weil sonst, das ist noch Eponas Lied.
Und dann hört schon wieder fast auf. Ah ne, es gibt noch. Warte mal. Der Sonne? Das ist das Requiem der Geister. Oh, da gibt's doch. Ey, du hast hier aber echt gut drauf. Der Sonne war. Was gibt's noch? Boah, das ist vom Waldtempel. Oh, Gott, oh Gott. Das weiß ich gar nicht. Warte mal. Das ist Hymne der Zeit rückwärts gespielt aus dem Majora's Mask. Und Hymne der Zeit richtig rumgeht.